Willkommen, Professor Wolfgang Schellhorn. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch heute. Gerne. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit Klaus Ferdinand Hempfling, einem der führenden Pferdeflüsterer in Europa. Und er ist vor 12 Jahren von zu Hause weggelaufen und hat ständig erzählt, dass die Bewegung für ihn eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und sein Wissen erlangte er durch das Beobachten von Wildpferden. Was können Sie durch die Beobachtung von Bewegungen lernen und was haben Sie dadurch in Ihrem Leben integrieren können? Also interessanter Beginn, weil das eigentlich ziemlich genau, ich würde sagen, auch mein Leben beschreibt, dass Bewegung immer ein wesentlicher Bestandteil bei mir war, allerdings in Form von eigenem Sport. Heute würde man mich wahrscheinlich mit Ritalin stillstellen. Aber das war so im Prinzip auch der Beginn meines Trainerdaseins, dass ich lange Zeit den Athleten wenn ich immer versucht habe zuzuhören, wie fühlt ihr euch und was waren die Effekte etc. und merkte dann relativ bald, dass die Sprache eigentlich da ständig irgendwelche Ausreden sucht. Die Athleten belügen sich dann selber und beantworten häufig das, was sie glauben, was man hofft, hören zu wollen etc. Und das hatte ich irgendwann dann abgelegt und habe einfach nur angefangen, die Athleten im Prinzip zu lesen aus der Bewegung heraus. Und zwar, okay, damals war es im Bereich der Leichtathletik, inzwischen sind wir so weit, dass wir das Ganze an der Gangbewegung erkennen, dass wir im Prinzip mit physikalischen Methoden Gangbewegung analysieren. Und an der Gangbewegung, das heißt schon an einem Bodenkontakt, sind ungefähr 300 Millisekunden, können wir eine Person zu 100% erkennen. Wir können emotionale Zustände, wir können Müdigkeitsgrad erkennen und wir erkennen sogar, welche Art von Musik die hören, während sie gehen. Das beeinflusst alles den Körper. Und das war für mich immer ein wesentlicher Bestandteil des Trainings, dass für mich immer der Athlet, der Körper, gesprochen hat. Und nicht die Sprache oder irgendwelche Lehrbücher, sondern ich habe immer, wenn ich Anweisungen gegeben habe, immer direkt die Rückmeldung vom Körper bekommen und nicht von der Sprache, weil die Sprache immer einen indirekten Umweg, eigentlich geht. Das heißt, Sie versuchen über Trainingsmethoden eine andere Bewegung den Sportlern zu vermitteln, sodass sich ihr sportlicher Erfolg und auch ihr Charakter ändert? Das ist so der Ursprung gewesen. Das hatte ich so mal 20, 25 Jahre lang im Spitzensportbereich gemacht, bevor ich dann mehr in die Forschung bin, wo jetzt der Anwendungsbereich wesentlich weiter wird. Ja, und da ging es schon darum, wie kann ich das Training so verändern, dass die Leistung optimiert wird oder auch im Bereich von Verletzungen, wie komme ich möglichst schnell wieder zurück an meine Leistung und was dann immer mit einer Rolle spielte, wie kann ich Verletzung verhindern? Weil das ja häufig passiert, dass Athleten und sicher auch Tieren da irgendein krankes Muster oktroyiert wird, was dann mittel- oder langfristig zur Verletzung führt. Erst führt es zu Verkrampfung, dann führt es zu Fehlhaltung und das wissen wir inzwischen auch aus der Anatomie. Wenn wir diese Verkrampfung haben, dann führt es auch über lang oder kurz zu organischen Problemen. Und wie kann der Einzelne jetzt, wenn er jetzt nicht einen Coach hat oder einen Trainer, worauf sollte er achten, wenn er jetzt im Alltäglichen geht? Wo muss das Bewusstsein fokussiert sein im alltäglichen Bewegungen? Also da gibt es verschiedene Ansätze. Also einmal kann man das Ganze über Bewusstsein machen. Das sind so ganz klassische Meditationsgangübungen, dass man versucht, dann jeden Schritt alles zu spüren, was aus dem Fußaufsatz kommt, wie die Arme sich bewegen, wie meine Atmung sich verändert.
was ich gerade wahrnehme außen, welche Blätter, welche Pflanzen gerade anfangen zu blühen. Was wir allerdings eher inzwischen propagieren, ist, dass man den Gang selber stark verändert, variiert. Und zwar genau in der Form, wie es kleine Kinder machen. Das heißt, mal auf der Außenkante gehen, mal auf der Innenkante gehen, mal mit langen Schritten gehen, mal mit kurzen Schritten gehen, mal mit Doppelarmschwung gehen, mal mit Passgang gehen, mal während des Gehens den Kopf rotieren oder häufig dann auch links und rechts nicht auf den Weg zu gehen, sondern im Gras, weil dort im Prinzip schon sehr viel Unebenheiten sind, die unser Gehirn in ganz anderer Weise stimulieren. Und das ist für mich auch immer so das klassische Beispiel. Zu meiner Zeit hieß es immer noch irgendwie sonntags, Nachmittag, Spaziergang mit den Eltern. Und dann hieß es immer, bleib auf dem Weg und geh geradeaus. Und inzwischen würde ich das so quasi übersetzen als, hör auf zu lernen, werd so stumpf wie ich. Weil eigentlich genau das die Kinder wissen oder die Natur der Kinder, durch das, dass sie links und rechts ständig im Gelände und über Baumstämme springen, wird eigentlich genau ihr Gehirn in der Form stimuliert, wie es nicht nur das Lernen, sondern auch die Gesundheit braucht. Und das wissen wir inzwischen, dass genau durch diese Bewegung, deswegen wahrscheinlich auch von dem Pferdeflüsterer die Erkenntnis, durch entsprechende Bewegung werden entsprechende Substanzen produziert, die das Immunsystem braucht. Das wissen wir inzwischen auch durch Dehnung. Auch Dehnung produziert entsprechende Stoffe, die fürs Immunsystem notwendig sind. Und ein Großteil unseres Gehirns ist eigentlich nur dafür geschaffen, für Bewegung. Wir kennen uns jetzt erst seit wenigen Wochen und haben kurze Gespräche geführt. In den wenigen Wochen waren Sie auf 3 oder 4 unterschiedlichen Kontinenten, wo Sie mir geantwortet haben. Sie haben eine Methode des differenziellen Trainings entwickelt, durch die Sie bekannt geworden sind. Ist das der Grund, warum Sie so viel reisen? Und im Vorgespräch hatten Sie mir gesagt, dass Ihre Methode in der Lage ist, einen Gehirnzustand herzustellen, wie man sie nach 15 Jahren Meditation bekommen kann. Ja, das waren jetzt ein bisschen viele Fragen auf einmal. es stimmt. Ich war gerade in, muss gerade überlegen, 4 Kontinenten, ja. Ich war in Kanada, da sollte ich genau aus dem Grund jetzt einen Freund beraten, der ein neues Institut aufbauen will und der gemeint hat irgendwie, ja, er würde mich gern dabei haben, weil ich eigentlich derjenige sei, der immer so quasi 20 Jahre vorausläuft. Also die Idee des differenziellen Lernens war schon Anfang der 90er eigentlich gestartet und man kann sich vorstellen, am Anfang eigentlich nur mit Gegnern behaftet. Inzwischen hat man, nennen es viele um, benutzen es, aber unter einem anderen Namen. Dann war ich im Senegal und habe dort an 4 verschiedenen Städten, 4 verschiedenen Unis die Leute beraten, wie neue Labore aussehen könnten, sollten, unter im Prinzip Einschluss dieser Form des Lernens. Und das ist ein sehr gefragtes Thema im Augenblick dort, weil sie immer noch den groben Eindruck haben, wenn aus Europa Entwicklungshilfe kommt, dann wollen die im Prinzip die Leute abhängig machen. Also speziell Senegal, Frankreich, das ist so eine Scheinunabhängigkeit. Und da haben die sich auch wirklich bedankt, dass sie mit der Methode das erste Mal ein System kriegen, wo sie nichts brauchen außer ihrem eigenen Gehirn. Und dann war ich jetzt gerade noch in Indien, wo unsere Studierenden dort im Rahmen unseres Masterstudiengangs Movement and Wellbeing Grundlagen von Yoga und Ayurveda lernen. Und da geht es einfach darum, unter anderem auch zu forschen, ob nicht vor 2000 Jahren schon viel Wissen vorhanden war, was wir jetzt langsam durch komplexe und komplizierte Methoden eigentlich bestätigen. Und ja, es ist so, vieles von dem Wissen, was im Ayurveda oder auch dann später im TCM, traditionelle chinesische Medizin, wo unsere Studierenden später nochmal hingehen, was dort erzählt wird, ist genau das, was wir jetzt eigentlich bestätigen.
durch Wissenschaftsgeschichten. Nur, dass die halt nicht die elektrischen, physikalischen Methoden hatten wie wir, sondern sie haben halt alles beobachtet von außen und kommen genau auf das Gleiche. Und das hat er auch vor 20 Jahren, als ich Dalai Lama in Münster getroffen hatte, da hatte er Gespräche mit Physikern und Chemikern geführt. Und da meinte er, es ist schon interessant, dass der Westen jetzt durch sehr teure Experimente auf das gleiche Wissen kommt, was die Tibeter eigentlich durch Meditation kommen. Und das stellen wir einfach auch fest, nur dass der Westen einfach den Zugang übers Gehirn immer macht, so ein bisschen philosophisch geprägt durch Descartes, ich denke, also bin ich. Also wir kommen vom Gehirn, während die östliche Philosophie eher dann vom Darm, vom Herz etc. herkommt. Und das zeigt ja auch die jüngste Forschung inzwischen, dass je nach Darmbakterien entsprechende psychische Krankheiten verursacht werden. Und man eigentlich im Augenblick sehr stark darauf abhebt, das Mikrobiom im Darm zu regulieren. Und da kriegt dann auch der westliche Einfluss einen anderen, wie Sie sagen, ein anderes Bild, weil wir eigentlich feststellen, ja, durch mehr oder weniger jede Antibiotika-Behandlung werden so und so viele Bakterienstämme im Darm zerstört. Und mit der Zerstörung wird auch das Immunsystem entsprechend geschwächt. Deswegen wäre für mich in den letzten paar Jahren schon mal die Frage gewesen, wie viel Antibiotika-Behandlung wurde eigentlich durchgeführt und wurde nicht dadurch das Immunsystem entsprechend geschwächt, damit ich die Türen quasi für die entsprechenden Viren öffne. Und was konnten Sie da feststellen? Also es wurde ja nicht nur das Qi im Indischen entdeckt und die Meditationstechniken des Yogas, sondern auch im Sanskrit und im Ayurveda gibt es ja sehr viele interessante Techniken. Was können Sie da mitnehmen und was können wir davon lernen? Also im Indischen ist es das Prana, das Qi ist aus dem Chinesischen, ist aber im Prinzip genau das Gleiche. Das wurde bei uns im Übrigen auch mal diskutiert mit dem Orgon, die Ursprungsenergie, richtig. Oder wird jetzt in der Physik in anderer Sprache, glaube ich, so ein bisschen diskutiert mit dunkler Materie oder dunkler Energie. Wir sind jetzt im Rahmen der kurzen Zeit nicht so tief reingekommen ins Ayurveda, aber was schon ein wesentlicher Bestandteil immer in beiden chinesischen und indischen Gesundheitssystemen bildet, ist Ernährung, Lebenswandel und ganz wichtig Atmung. Und das wird langsam hiermit übernommen. Selbst in der Psychologie wird es langsam gelehrt. Das ist so die Achtsamkeitsgeschichte. Und dort spielt immer die Atmung eine wesentliche Rolle, dass vor allem im Unterschied zum Westlichen immer die Ausatmung ein dominantes Element ist. Also ein Element im Ayurvedischen ist immer morgens nach dem Aufstehen 9-mal so tief wie möglich ausatmen und warten, bis der Körper wieder einatmen möchte. Und ja, wenn man das macht, das geht mit der Zeit immer schneller, dann sieht man auch ganz schnell, wie sich der Blutdruck entsprechend reguliert, wie der Parasympathikus aktiviert wird und in Verbindung mit der Atmung das sogenannte Nostril Breathing, also atmen links ein, rechts aus oder rechts ein, links aus, dass das wirklich zu einer, und da gibt es auch Studien dazu, dass das zu einer signifikanten Veränderung des Blutdrucks führt. Je nachdem, in welche Richtung man atmet, geht der Blutdruck hoch oder geht der Blutdruck runter. Und das Ganze mit eigentlich, ich würde sagen, ohne Nebenwirkung. Während wenn ich halt die westlichen Medikamente nehme, dann führt es schon mittellangfristig zu einer Beeinflussung der Leber, zur Beeinflussung der Niere, was dann zu einer entsprechenden Steigerung der Dosierung führt, was dann langfristig schon in eine Richtung geht. Also es geht da primär nur um Symptomunterdrückung, wenn im anderen Fall man wirklich versucht, die Ursache zu finden und das Immunsystem versucht zu stärken. Auch das gibt es im Prinzip im Europäischen auch schon, dass im Augenblick leider unsere Medizin sehr stark durch Robert Koch und Louis Pasteur beeinflusst wird, wo man meinte noch irgendwie alle Feinde kommen von außen. Das heißt, man muss alles von außen bekämpfen, während parallel Virchow eigentlich gesagt hat, nein, es liegt am Milieu. Nur wenn das Milieu entsprechend stimmt, kann der quasi Feind von außen eindringen.
Und die Philosophie, die ist schon interessant, wenn man die in verschiedenen Kulturen beobachtet und auch die unterschiedlichen Konsequenzen. Würden Sie dann den Zuhörer empfehlen, täglich zu meditieren? Und wie? Also es gibt verschiedenste Formen von Meditation. Ja, ich würde sagen, es hilft auf jeden Fall. Wobei das, glaube ich, immer sehr stark mit religiös, fast spirituellen Geschichten verbunden ist. Und nein, das ist es eigentlich nicht, sondern ich würde sagen, einfach mal über sich selbst reflektieren. Meditation heißt ja nichts anderes als zur eigenen Mitte finden. Okay, und das steckt auch im Begriff der ursprünglichen Medizin. Die Medizin soll dir helfen, wieder zur eigenen Mitte zu kommen. Und es hilft dabei schon mal, ich würde sagen, einfach Smartphone, Fernsehen etc. alles abzustellen, um mal über sich selbst nachdenken zu können wieder. Das haben wir jetzt gerade auch mit Studierenden ausprobiert. Was passiert, wenn ihr eine Woche kein Handy habt? Die ersten 2 Tage werden die fast verrückt. Und ja, ich habe es mir inzwischen auch angewöhnt, das Smartphone oder das Handy nehme ich nur in die Hand, wenn ich es brauche, wie früher ein Telefon. Also es liegt weg, abgeschaltet und wenn ich Zeit habe, dann gehe ich ran, lese alles durch, erledige alles und dann ist das Ding wieder weg. Und das wissen wir leider inzwischen auch. Es gibt sehr starke Hinweise, dass die elektromagnetische Strahlung, die damit in Verbindung steht, dass die ungünstige Gehirnfrequenzen auslöst, die langfristig zu Krankheiten führen. Also man sollte nach Möglichkeit diese elektrischen Geräte möglichst in der Nacht, wo das ganze System sich erholen kann, aus dem Schlafzimmer entfernen, damit auch wirklich das Immunsystem wieder aktiviert werden kann, die Wachstumshormone entsprechend reparieren können etc. Und ja, das hilft dann auch der Meditation. Ja, wie sehen Sie dann die Entwicklung in Deutschland? Also wir versuchen 5G-Wellen überall zu installieren und in den Schulen müssen die Kinder stillsitzen zum Lernen. Also gibt es da gerade Bewegungen, Tendenzen, die Sie befürworten oder kritisieren? Also das Stillsitzen zum Lernen ist jetzt keine junge Erfindung, das ist eigentlich eher so eine alte Erfindung. Stillsitzen, Lernen ist eigentlich somit das Schlimmste, was man machen kann, weil wir wissen inzwischen, dass unter Bewegung viel besser gelernt wird. Also ich habe mich erst vor längerem, kürzerem auch wieder, aber vor längerem mit Leuten aus Australien, Neuseeland unterhalten oder auch mit Finnland, finnischen Lehrern, die fangen inzwischen an, Möbel aus dem Klassenzimmer zu entfernen. Das heißt, die können dann stehen, die können gehen, die können sitzen, die kriegen ein Brett, was sie dann in der Wand in so Regalschienen einhängen können, in verschiedenen Höhen. Auch ein Lehrer hat kein Pult mehr. Das ist so eine, würde ich sagen, typisch deutsche Erfindung. Also das ist nicht sehr neu. Was die elektrischen Hilfsmittel jetzt gerade durch Corona anbetrifft, würde ich sagen, da hat Deutschland einfach verschlafen. Weil, also wir haben das 2001 schon angefangen zu lehren in Münster, digital. Und ja, es gibt Leute, die versuchen das dann zu bekämpfen und alles wieder zum Alten. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen uns eher in meinen Augen konstruktiv damit auseinandersetzen. Es das heißt, okay, wir sollten es untersuchen, okay, in welchem Umfang ist es schädlich und wie kann ich es nützlich einsetzen? Und ja, es fangen jetzt vereinzelt Institutionen an, das zu starten. Dazu gehört aber auch die Berücksichtigung von Elektrosmog. Ja, es gibt Hinweise für den Schaden. Prompt hat auch die Elektroindustrie Studien wieder initiiert, wo dann Resultat rauskommt. Ja, man weiß nicht so genau, das ist aber ein gängiges Vorgehen bei denen. Das hat man bei Süßigkeiten, also bei Zucker, Kohlenhydraten schon gemacht, das hat man auch bei Rauchgeschichten gemacht. Das ist immer, wenn negative Information rauskommt, startet die Industrie einen riesen Boost an Publikationen, an Studien. Und wir wissen, wenn von der Industrie die Studien aufgegeben werden, dann ist 80% das Ding positiv. Wenn sie neutral untersucht werden, dann ist es nur noch 15 bis 20% positiv. Also diese Geschichten funktionieren und ja, das 5G, das ist eine wesentlich größere Energiemenge, die jetzt auf uns zukommt. Und ich glaube, die langfristigen Wirkungen, die sind alles andere als untersucht.
Und was ein ähnliches Problem hatte man ja eigentlich auch bei Röntgen. Röntgen hat er auch am Anfang gesagt, das sehen wir nicht und wir haben da kein Problem. Ja, inzwischen wissen wir halt, dass das mittel- und langfristig zu massiven Schäden führt. Ich glaube nicht, dass im Elektrobereich die Schäden ähnlich groß werden, aber sie kommen, glaube ich, schon langsam in den entsprechenden kritischen Bereich rein. Also gerade wenn man jetzt im Gigahertz-Bereich von 3 bis 10 Gigahertz arbeitet, da können dann schon stehende Wellen von 10 Zentimeter entstehen, die im Bereich von Organlängen sind. Also da würde ich eher nochmal so quasi ein bisschen vorsichtiger sein und eher noch ein bisschen Geld da reinstecken. Wie kann man sich davor schützen, bzw. was hat das langfristig für Wirkungen? Wenn ich jetzt erstmal wieder zurückkomme auf das individuelle Level, auf den einzelnen Sportler, welche Resultate können Sie beobachten, wenn jemand unter Stress steht? Und wie können Sie jemanden motivieren? Also ich dachte gerade an die Meditation und an den Sport, den man eigentlich machen sollte, aber viele sind ja auch ja durch Selbstdisziplin vielleicht nicht so richtig oder durch Stress anderweitig beschäftigt. Welche Auswirkungen hat das Also auf einen? prinzipiell, ich glaube nicht, dass jeder Sport machen muss. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil es Bewegung eigentlich auch tut. Also Sport ist schon, ich würde sagen, ein Hobby, was wir uns im Westen erlauben können. Wenn ich jetzt gerade in die Länder gucke, wo ich herkomme, klar, die machen auch ein paar Sport, aber die Mehrzahl kann es gar nicht, weil die im Prinzip so damit beschäftigt sind, so quasi sich zu ernähren, mit Überleben, da geht gar nichts anderes. Aber wir wissen inzwischen, es geht mit Bewegung, also es geht einfach nur mit Gehen. Eine Kollegin aus Kopenhagen hat eine ganz einfache Studie gemacht. Wir haben das 99 schon so ein Stück weit vorhergesagt, dass wenn wir diese Differenzen auch in den Metabolismus reinbringen, dass wir dort ähnliche Mechanismen kriegen. Und das ist inzwischen im Sport, nennt sich High-Intensity-Interval-Training, bekannt. Und zwar machen die im Gehen einfach nur, und zwar hat man es mit 70-Jährigen gemacht, 8 Sekunden so schnell wie möglich gehen, 12 Sekunden so langsam, also ganz langsam, 8 Sekunden schnell, 12 Sekunden langsam und das Ganze über 20 Minuten. Und nach 2, 3 Monaten haben die ein Rieseneffekt auf Sauerstoffkapazität, auf Metabolismus, auf Insulinsensitivität, also viel mehr als durch viele andere Medikamente. Und das gibt es inzwischen genügend Hinweise, auch wenn ich mich entsprechend bewege, durchs Erdmagnetfeld, dass das einen entsprechend unterstützenden Mechanismus auf die Ionentransporte im Gewebe hat, etc. etc. Allerdings muss ich mich schon aktiv bewegen. Es reicht nicht, wenn ich mich so quasi mit dem Auto durchs Gelände bewegen lasse. Weil durch das, dass ich die Muskeln aktiviere, jedes Mal ein Nerv, ein Stromimpuls nach außen geht und der Stromimpuls, der hat ein entsprechendes Magnetfeld um sich herum, der die Ionentransporte entsprechend unterstützt. Also es hat schon einen Grund, dass man sich bewegt. Es muss nicht Sport sein. Okay. Und wie wichtig ist da die Motivation bzw. der Spaß? Oder geht das auch, wenn man sich selber unter Druck setzt? Weil viele sind ja, wenn sie jetzt vom Büro kommen, setzen sie sich zu Hause vor den Fernseher. Und was kann da jemanden motivieren, aufzustehen und vielleicht doch nochmal um den Block zu gehen? Also ich glaube, die Motivation, ja, das ist somit das größte Problem. Eine große Motivation ist eigentlich, sich aller Hilfsmittel erstmal zu entledigen. Also ich mache es auch, ich habe kein Auto mehr, ich bin nur noch zu Fuß unterwegs, also morgens eine halbe Stunde ins Büro, abends eine halbe Stunde zurück, zwischendrin mal durch die Stadt. Also ich komme jeden Tag allein dadurch schon fast auf 10 Kilometer an Gehen. So, wenn ich dann nebenher noch ein Buch lese, habe ich dann auch so quasi meine jetzt persönliche Neugierde befriedigt. Das geht. Und wenn ich jetzt während des Gehens dann ab und zu mal rückwärts gehe oder seitwärts gehe oder am Bordstein hoch und runter gehe, dann habe ich da schon sehr viel gemacht und muss mich gar nicht mehr groß anders motivieren. Und
das sage ich inzwischen unseren jüngeren Studierenden, ich kann dabei im Prinzip auch das Geld fürs Fitnessstudio sparen. Okay, und dann, was wir unseren Eltern, jungen Eltern empfehlen, ihr braucht nicht mehr ins Fitnessstudio, nehmt eure Kinder und macht mit denen irgendwelches Gewichtstraining. Nehmt die auf den Rücken, macht Kniebeugen. Ich gehe keine Rolltreppe hoch, kein Fahrstuhl, sondern immer die Treppe hoch. Und vor allen Dingen auch runter, weil beim Runtergehen mehr exzentrische Arbeit ist, was den Muskel wieder anders beansprucht und das die Maximalkraft wieder besser steigert, was dann Sturzprophylaxe ist eigentlich. Also ich habe das jetzt sogar von brasilianischen Kollegen gehört, die haben angefangen mit 80-Jährigen Sprinttraining zu machen. Ja, weil ich einfach für Stürze brauche ich mal schnelle Muskulatur, ich muss mal schneller reagieren können. Und wenn ich dadurch variabel so quasi mich in der Umgebung bewege, wird auch mein geistiger Zustand etwas flexibler bleiben. Okay. Wir hatten vorhin über den Frontallappen im Gehirn gesprochen. Wodurch wird dieser Teil des Gehirns geschwächt und was bedeutet das für das Immunsystem? Also der Frontallappen ist der vordere Bereich des Großhirns, der eigentlich immer so zugeschrieben wird als die jüngste Entwicklung in der Evolution und was den Menschen groß unterscheidet von anderen. Der ist sehr stark zuständig für, wird auch beschrieben als der soziale Kortex. Das heißt, er ist sehr stark aktiv, wenn wir anfangen darüber nachzudenken, was denken die anderen über uns, was ist meine Planung, an was muss ich mich erinnern. Der im Übrigen auch schon leicht degeneriert, wenn wir 4 Wochen im Krankenhaus sind. Das heißt unter Ausschluss sozialer Kontakte. Was im Übrigen auch dann häufig passiert, wenn Leute pensioniert werden, dass dann die sozialen Kontakte fehlen. Das ist aber nicht, dass der dann irgendwie zerstört wird, sondern er verliert lediglich Flüssigkeit, die aber sofort wiederkommt, wenn man es entsprechend aktiviert. So, und das ist eine, ich würde sagen, eine natürliche Entwicklung. Der wird unterschiedlich aktiviert. Man braucht etwas höhere Frequenzen, um, was weiß ich, Stresssituationen günstig zu bewältigen. Aber wenn das zu lang und zu häufig passiert, dann führt es einfach zu einer, ich würde sagen, einer Unterdrückung des Parasympathikus. Und der Parasympathikus ist der Gegenspieler vom Sympathikus. Und der ist notwendig für Immunsystem für Entspannung. Also Parasympathikus ist eigentlich für Essen, Entspannung, während Sympathikus ist Fight and Flight, also Flucht und Stressgefahr weg. Also man braucht ihn für beides, aber mit entsprechendem Ausgleich. Und das ist ja das, was Herr Schubert, den Sie ja auch schon mal im Interview hatten, jetzt gerade wunderschön untersucht, am Individuum auch, dass es Leute gibt, okay, die reagieren auf Stress schnell hoch und aber auch wieder schnell runter entspannen. Während die anderen, die bleiben dann oben und wenn es halt oben bleibt, dann führt es langfristig einfach wirklich zu Krankheiten. Und das hat er auch im Rahmen der letzten 3 Jahre da wunderschön beobachten können, leider, nicht wunderschön, aber schön beobachten können, wie eigentlich durch die ganze Politik mehr Stress ausgelöst wurde und mehr das Immunsystem geschwächt wurde, als dass man ja so quasi immunsystemfordernd gearbeitet hat. Und was wir einfach feststellen ist, wenn wir differenzielles Training machen, also differenziell heißt keine Wiederholung und keine Korrekturen, also auch wenn jemand von außen kommt und so klassisch Lehrer sagt, das war gut, aber mit dem Wort aber wird sofort wieder Stress ausgelöst und eigentlich alles so quasi unterdrückt, was vorher an Positivem da war. Okay, und wenn wir keine Korrekturen und nur Variable am Üben sind, dann stellen wir fest, dass der Frontallappen wirklich auf die niedrigen Frequenzen runtergeht und dadurch eigentlich das Immunsystem gefordert wird. Und nicht nur das Immunsystem, sondern durch das, dass er einfach die Yoga-ähnlichen Zustände hat, eigentlich auch auf Amygdala und tiefere Frequenzen, tiefere Strukturen im Großhirn rückwirkt. Die Amygdala macht was oder was ist das? Die Amygdala ist so grob zuständig für die Verarbeitung von Emotionen.
Ich kenne es auch, als ich in Frankfurt gelebt habe, wenn man da so in gewisse Stadtviertel ging, Gallusviertel, da kam dann öfters mal, warum guckst du so buff? Und da meine ich damals schon, oh, da hat die Amygdala wieder ein Problem. Wenn die Amygdala dort quasi unterstützt wird, da heißt es nicht, dass die Emotionen dann weggehen, sondern die Emotionen sind nach wie vor vorhanden, aber man lernt anders damit umzugehen. Meist in etwas kontrollierterer Form. Und das ist auch bei uns im Sport wichtig, wenn man, was weiß ich, Fußball oder Handball anguckt, wie dann gefoult wird und dann die Abwehr dran steht, oh, komm nur zurück und ich werde mich dann rächen an dir. Und nein, wenn die entsprechend trainiert sind, dann okay, war ein Foul, passiert, okay, aber ich kann weiter meiner Leistung bleiben. Also deswegen gibt es für mich immer die Parallele. Sport hat wirklich die Funktion, dass man dort viel ausprobieren kann. Die Athleten probieren auch vieles, um besser zu werden. Aber ich würde sagen, der Großteil von Physiotherapie ist im Leistungssport entwickelt worden, weil man es dort im Prinzip machen kann. Ich kann die Experimente nicht mit jemandem machen, der tief in der Verletzung oder tief in der Krankheit drin steckt. Das ist einfach ein Riesenvorteil, den wir dann im Sport haben, dass die Athleten mit sich selber auf diese Experimente machen. Was ich jetzt nicht so richtig verstehe, Sie haben ja auch Karate gemacht und ich habe Taekwondo eine Zeit lang gemacht und da war es ganz häufig so, dass wir eine Bewegung, also einen Schlag oder einen Tritt, immer wiederholt haben und durch diese Wiederholung diese Präzision und diese Perfektion auch eingetreten ist. Aber Sie widersprechen dem jetzt und sagen, wir sollen es nicht wiederholen. Ja, richtig. Also das Karate war so meine letzte Sportart, die ich noch gelernt habe. Aber an Karate wollte ich schon im Prinzip zeigen, dass es anders funktioniert. Und zwar, was ich dann Glück hatte, dass ich den Nationaltrainer für Karate kannte, ein guter Freund von mir, Karamitsas. Und der hatte mir dann aber auch erzählt, dass dieses Wiederholen eigentlich nicht aus dem Asiatischen kommt, sondern dass das eigentlich im Ursprung deutscher Export war. Nämlich, als die Preußen gegen die Franzosen gewonnen hatten, hat der japanische Kaiser eine Delegation nach Deutschland geschickt, um zu gucken, was dort so erfolgreich war. Und was er wieder zurückgebracht hat, war dieses Marschieren im Gleichschritt und der Gehorsam. Deswegen ist mein Satz inzwischen wahrscheinlich, haben sich deswegen die Japaner und Deutschen im Zweiten Weltkrieg so gut vertragen. Also das ist so ein bisschen militärisches Ding. So, was aber jetzt meine Geschichte anbetrifft, genau zu der Zeit, als ich gerade eigentlich gelernt hatte, hatten wir diese Bewegungsanalysen gemacht. Und erst vor kurzem haben wir es wiederholt oder sogar mit Karate untersucht. Die haben 1000 Fußtritte gemacht, Maigeri, und wir haben die biomechanisch im Detail analysiert. Und das Erste, was auffällt, ist, kein Fußtritt ist identisch. Und was man dann aber sieht, nach 1000 Wiederholungen, dass dann die ganze Kinematik, die ganze Biomechanik sich verändert. Das heißt, die Hüfte kommt anders, das Knie kommt anders, der Fußtritt kommt anders, unter anderem auch, weil die Muskulatur ermüdet. So, und was jetzt für mich dahinter steckte, ist, wir haben nicht aus der Wiederholung gelernt, sondern wir haben eigentlich aus den kleinen Änderungen, die zwischendrin passieren, gelernt. Nur unser Kopf sagt, das ist Wiederholung. Und deswegen, so, was wir jetzt inzwischen sagen, ist, alle diese Änderungen, die dort auftreten, die können wir eigentlich von Anfang an schon einbauen. Also einmal führ die Bewegung mit dem Knie, einmal führ das Ding gestreckt durch, führ das Ding von außen rein, führ das Ding von innen rein. Was wir dann haben, ist, nach 100 Bewegungen haben wir die gleiche Konstanz, aber die Athleten sind noch schnellkräftig. Nach 1000 Wiederholungen habe ich nahezu jede schnelle Muskelfaser kaputt gemacht. Und die kommt auch nicht wieder. Ich muss also schon im schnellen Bereich bleiben. Und das ist das, was wir einfach vom Sprint her kennen, jetzt langsam im Fußball zu beobachten. Die absoluten Top-Sprinter, die schaffen es nicht, zwei Halbzeiten durchzuspielen. Die haben tierische Sprints drin. Oder wenn man jetzt den Französischen anguckt, der Mbappé, der ist ja gerade ganz große, der steht ja fast nur vorne rum. Wenn er dann aber mal Sprints macht, ist er unhaltbar. Und das ist einfach so der Widerspruch zwischen schnell und Wiederholung. Also ich kann nicht ewig wiederholen und schnell sein. Das funktioniert nicht. So, und das war mit ein Grund, warum wir das eigentlich dann geändert haben. Und ja, wenn man das in verschiedenen Variationen bringt,
dann kriegen die sogar eine höhere Konstanz, wesentlich schneller und behalten noch die Schnelligkeit dabei. Okay. Ich sehe schon die Wolken aus dem Kopf steigen. Ja, also es klingt aber logisch, beziehungsweise sehr interessant, das zu untersuchen, das auch direkt einzubauen und nicht diese starre militärische Disziplin des Immergleichen. In dem vorigen Interview mit Claudia von Berloff hatte ich auch, dass sie das kritisiert hat, dass aus dieser Maschinentheorie praktisch immer nur das Gleiche wieder herauskommt. Also es werden nach einem bestimmten Muster Dinge gefertigt, aber die sich nicht unterscheiden. Und das unterscheidet nach ihrer Meinung die Maschine vom Lebendigen. Also das Lebendige ist immer unterschiedlich. Ja, richtig. Also Leben heißt eigentlich keine Wiederholung. Leben ist die Veränderung per se. So, und was dann aber leider in unserer Schule gemacht wird, ist oder wurde, das hat eine lange Geschichte in der Pädagogik, ist, dass der Lehrer im Prinzip das Vorbild liefert und man versucht, das Vorbild zu kopieren. Aus meiner Sicht inzwischen hat es auch ein bisschen mit dem Monotheismus zu tun. Es gibt nur eine Lösung. Steckt im Übrigen auch in Newton drin. Newton hat, der Physiker, hat die zweite Ableitung so quasi als Ursache der Bewegung, also Kraft ist Ursache von Bewegung, aus seiner Überzeugung heraus definiert, weil er Theologe war und sagte, es gibt nur einen Gott, also kann es nur eine Kraft geben. Und selbst in der Physik gibt es keinen Grund, warum es nur eine Kraft geben soll. Ja, es macht wissenschaftlich viel Spaß und ist interessant, herausfordernd, das runterzubringen, aber wir stecken im Augenblick immer noch bei 4 Grundkräften. Okay, zwar hat man wieder versucht zusammenzubringen, aber inzwischen sieht man ja gerade das, was man vorhin schon angesprochen hat, mit dunkler Materie, dunkles Feld, dass wir eigentlich nur über 5% der Energie im All einigermaßen Bescheid wissen. Im Augenblick gibt es in der Kosmologie viele Probleme, die man mit der klassischen Physik nicht lösen kann. So, und genau diese Denkstruktur steckt immer noch in vielen Lehrerköpfen drin. Ich muss wissen, was richtig ist und muss dem Schüler sagen, und ich sage, nein, muss ich nicht, weil damit stoppe ich eigentlich jede Entwicklung. Für mich geht es eher darum, Fragen zu stellen. Okay, ich sage oft, selbst in meinen Vorlesungen, weiß ich nicht, interessantes Gebiet, lasst uns forschen dazu. Und das ist für mich die Entwicklung des Lebens. Also ich hatte schon vor langer Zeit, war das mal so eine Talkshow, da hatte der Moderator hatte irgendwie ein Zitat gebracht, es ging irgendwie, die heutige Jugend irgendwie, mit der sei nichts mehr anzufangen, etc., etc. Und hat dann gefragt ins Auditorium, was glauben Sie, von wann die Sprüche kamen? Und ja, das erste war, das ist typisch 68er-Bewegung. Und meinte er, nein, das war Sokrates. Es war eigentlich schon immer so. Ja, okay, wenn irgendwie Veränderungen kamen, dann haben sich die allen beschwert über die Jungen. Und ja, ich verstehe es nicht, warum sich das immer wiederholt. Ja, Sokrates hat dann die Jugend verführt, indem er Fragen gestellt hat. Ne? Selber nachdenken und selber hinterfragen lernen. Ja, also Sokrates ist eine Konstruktion von Platon eigentlich, aber mit seinen Dialogen hat er ja die Sache nicht immer in Frage gestellt. Und eigentlich ist es nichts anderes als das, was kleine Kinder, ich würde sagen im Alter von 3-4 Jahren, machen mit dem Warum. Das ist so die Warum-Phase. Und was machen dann meist die Eltern? Das sind ja nicht nur Lehrer, sondern auch Eltern, aber die Eltern auch nicht, weil nicht groß anders, weil sie es ja von ihren Lehrern auch so kennen. Am Anfang sind sie alle begeistert und wow, mein Kind ist neugierig. Und dann irgendwann wird es zu viel und dann sagt man halt, okay, nach 2, 3, es ist so und lass mich jetzt in Ruhe. Und ich habe das auch oft zum Spiel gemacht. Am Anfang hatte ich dann versucht, okay, man kann ja eigentlich antworten, was man will. Okay, warum ist etwas rot? Wegen der Frequenzen, wegen des Farbstoffs, wegen Natur oder was weiß ich wie. Und meine erste Feststellung war, dass nach 8 Fragen, hören die auf zu fragen, weil ihnen die Ausdauer ausgeht. Was aber dann noch viel interessanter war für mich, war, wenn man nach der 2., 3. Frage zurückgefragt hat, was glaubst denn du, warum das so ist? Und dann kommen die mit ganz kreativen Modellen, die für uns am Anfang etwas abstrus sind, aber man hält es bei. Und irgendwann hatte ich dann sogar mal erlebt, dass das Kind fragte, ey Mama, was muss ich eigentlich
lesen, damit ich so viel weiß wie der. Und dann meinte ich, ja, okay, und jetzt haben wir es soweit. Also selbst in die Bildung reinzukommen und nicht immer nur von außen oktroyieren lassen. Und da haben wir dann genau das andere Problem mit der Motivation. Warum wollen die Leute im Prinzip nur zu Hause sitzen? Ja, weil sie eigentlich, weil ihnen die Eigeninitiative abtrainiert wurde. Ihnen wurde über inzwischen 13 Jahre oktroyiert, wir sagen euch, was zu tun und lassen ist. Eigeninitiative wird ja nur noch ganz selten unterstützt. Und wenn man die Neugierde und das Wesen eigentlich, was Kinder haben, wenn man das beibehalten könnte, würde ich, glaube ich, schon sehr viel an unserer Gesellschaft geändert werden. Okay, und eine Wie-Frage, also wie würde ein Ende verändertes Schulsystem aussehen können? Also wie können wir jetzt, ich habe jetzt auch eine kleine Tochter, 2 Jahre, ich möchte sie eigentlich nicht in die Schule stecken. Wie können wir das ändern? Ja, auch das nimmt ja zu. Und vereinzelt gibt es ja die Modelle schon, dass sich die Schüler dann quasi die Lehrer selber aussuchen. Was, glaube ich, ökonomisch ein bisschen Problem werden könnte. Aber eigentlich die Schulideen, die gibt es, die liegen eigentlich alle mit der Reformpädagogik alle schon vor. Und vereinzelt drehen sie jetzt wieder quasi auf, unter anderem Namen. Aber wenn man sich mit den Grundideen damit der Reformpädagogik mal beschäftigt, liegen die schon vor. Und eigentlich in der Grundschule gibt es diese Konzepte schon sehr viel. Nur ein Problem, was, glaube ich, schon noch mit drin steckt, ist die Ausbildung der Lehrer. Und das ist für mich dann eigentlich immer der kritische Punkt, weil, okay, viele meiner Kollegen beschweren sich dann über die Schüler, die jetzt an die Uni kommen, oder über die Lehrer. Und da sage ich immer, Moment, langsam. Wer hat denn die Lehrer ausgebildet, die jetzt solche Schüler zu uns kommen lassen? Das heißt, wir müssen was ändern. Und da ist schon ein großes Problem, dass leider immer noch auch an der Uni sehr viel auf Gehorsam getrimmt wird. Sehr viele Kollegen, so quasi fast nachhaltig, wenn du nicht das sagst, was ich dir erzähle, dann wirst du die Konsequenz spüren. Und da merke ich dann schon, das sind, ich würde sagen, Persönlichkeitsprobleme projiziert. Und so ein Beispiel ist für mich schon aus der Psychologie oder Psychoanalyse. Das mag man sehen, wie man will, aber was die Psychoanalyse schon wesentlich macht, ist, dass man erst 10 Jahre mal selbst therapieren muss, bevor man andere therapieren darf. Das heißt, erstmal gucken, was sind eigentlich meine Probleme, dann sind wir wieder beim Anfang, bei Meditation, zu reflektieren. Okay, wo sind eigentlich meine Probleme und wo besteht die Gefahr, dass ich meine Probleme jetzt auf die Schüler übertrage? Und dieses Gehorsamsproblem hat ja häufig mit dem Problem des Alleinseins zu tun. Viele können nicht allein sein. Und weil sie nicht allein sein können, müssen sie die ganze Umwelt überzeugen, dass sie die gleiche Meinung haben, damit ich allein den Eindruck habe, ja okay, jetzt bin ich nicht mehr allein. Genau dieses Alleinsein, das ist für mich schon ein Element, was es auch zu lernen gilt. Da sind wir wieder bei den Initiationsriten. Das hatte ich in den vorigen Podcasts besprochen. Also des Alleinseins in der Natur, so lange, bis man ja anfängt mit der Natur oder beziehungsweise mit sich selber zu kommunizieren. Wie könnte sowas gestaltet sein? Ja. Ich kenne jetzt Ihren letzten Podcast nicht, aber das geht ziemlich genau in die Richtung. Und das ist auch das, was ich immer meine. Viele sagen, okay, das ist alt, das ist nichts mehr wert. Auch Newtonsche Gesetze gelten heute noch unter bestimmten Bedingungen. Und wenn wir uns die Evolution angucken, dann ist es ja nicht so, dass unser Gehirn sich jetzt die letzten 50 Jahre da irgendwie groß verändert hat. Nein, es ist die letzten, grob wird geschätzt, 15.000 Jahre hat sich unser Großhirn nicht verändert. Das heißt, wir können eigentlich schon davon ausgehen, dass auch die Leute damals intelligent waren und sich was dabei gedacht haben. Und wenn man dann intelligent ist und nicht so viel durch äußere Reize, Fernsehen, Radio etc. abgelenkt wird, dann kommt man auf andere Gedanken. Und ich glaube schon, dass sich es lohnt, diese mal anzugucken und davon was zu übernehmen, bevor man völlig in die Krankheit wegdriftet.
Also das heißt, vor 15.000 Jahren haben wir auch solche großen Gehirne gebraucht, weil wir sozusagen die, ja, durch über Bäume springen und jagen, soziales Umfeld, also eigentlich relativ ähnliche, wenn nicht sogar mehr Herausforderungen, als wie wir heute haben. Das heißt, ein Zurückgehen könnte auch förderlich sein für unsere Entwicklung. Also ich würde ungern jetzt komplett zurückgehen. Ich würde nur sagen, man sollte sich dieser wesentlichen Elemente, was unseren Körper Gesundheit anbetrifft, besinnen. Also ich will es nicht zurückdrehen. Die Zeit läuft weiter. Ich bin auch nicht ein Fan von Elektronik abschaffen. Nein, ich habe sehr viel von dem. Aber bitte? Warum nicht? Das ist einfach die Erfahrung, dass all dieses Bekämpfen eigentlich immer zum Gegenteil führte. Also ähnliche Sprüche gab es übers Auto, ähnliche Sprüche gab es über ein Flugzeug, ähnliche Sprüche gab es über Eisenbahn etc. etc. Ich halte es eigentlich eher für günstiger, sich mit der Sache auseinanderzusetzen. Okay, was kann ich an Nutzen davon haben und wo ist es schädlich, es sinnvoll einzusetzen? Und dann muss aber auch wirklich ein ganzheitliches Denken rein, also nicht nur für mich, sondern für meine Umgebung, für meine Interaktion, für die Umwelt. Und zwar wirklich holistisch gedacht. Okay, und das war jetzt für mich wieder interessant in Indien. Dort wird, okay, wenn jemand stirbt, wird man verbrannt, damit man so quasi in den Himmel kommt. Bei uns wird man unter der Erde vergraben. Bei uns verklebt man den Dreck nach unten in die Erde rein, dort wird es verbrannt nach oben. Wir haben da im Sport eine Analogie, dass bei uns im Prinzip im Westen sehr stark Ballett mit Sprüngen nach oben unterrichtet wird, oder ist eigentlich die älteste Sportart bei uns. Der indische Tanz besteht darin, immer Kontakt zur Mutter Erde zu haben. Deswegen dieses Stampfen, daraus wurde dann auch der Flamenco abgeleitet. Und das ist schon, sind unterschiedliche Verständnisse, unterschiedliche Umgang mit Mutter Erde. Und die Mutter Erde hat in allen Kulturen immer einen wesentlichen Charakter, weil man ja im Prinzip davon leben muss. Ja, es gab auch früher, dass man den Müll dann wegkippt, nur dass der Müll halt andere Struktur hatte als heute. Und wie sehen Sie heute? Den Müll, Plastik, kommt er indirekt wieder sogar über alle Fische etc. wieder zurück. Wir sehen inzwischen entsprechenden Plastikgehalt bei übergewichtigen Menschen. Es führt zur Unfruchtbarkeit beim Mann. Deswegen, also mich hat Ihre Warum-Frage jetzt nochmal sehr inspiriert und ich will jetzt nicht dreist klingen, aber Sie haben gesagt, ein holistischer Umgang mit der Technik, und ich nutze ja die Technik auch, ich bin davon nicht frei. Aber wie soll das gestaltet sein, wenn das Coltan ist endlich? Wie soll ein nachhaltiger Umgang mit unserer modernen Technik gestaltet sein? Und warum sträuben sich alle Menschen, die ich kenne, eigentlich auch inklusive ich, dagegen zurückzugehen, zurück in die Höhle, obwohl wir doch eigentlich wissen aus der Archäologie, dass es vor 6.000, 7.000 Jahren hier gar nicht so schlecht war in Europa? Also vielleicht kommt da jetzt doch ein Punkt rein, den ich bisher selten angesprochen habe, und das hängt so ein bisschen mit Astrologie zusammen. Also wir sehen in der Astrologie solche gewisse Zyklen, Zeitalter. Und wir waren jetzt im Zeitalter der Fische. Das hat mit der Nutation der Erdachse zu tun und bewegen uns jetzt ins Zeitalter des Wassermanns. Das wird die nächsten 2.500 Jahre gehen. Und dem Wassermann wird schon seit langem, bevor es uns überhaupt gab, wird eigentlich zugeschrieben, Spontanität, Elektrik, Freundschaft, Veränderung, Toleranz. Allerdings, damit auch verbunden, immer die Gegenseite. Zu Wassermann steht gegenüber steht der Löwe. Und der Löwe ist herrschend, sparsam, mächtig. Königshäuser. Und das ist genau das, was wir im Augenblick sehen. Es gibt wenige ganz Mächtige, die viel Spaß und was weiß ich haben, und die anderen sagen, lass du machen, das interessiert doch mich nicht.
Ist auch das, was ich häufig erzähle. Zu meiner Zeit war noch Kriegsdienstverweigerung notwendig. Inzwischen ist ja gar nichts mehr, aber da gab es ein so ein Buch, wo dann drin stand: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Okay, man muss sehen, wie man will, aber für mich ist ganz einfach der Transfer jetzt: Stell dir vor, es ist Markt und keiner geht hin. Wie ich dadurch dann im Prinzip die ganze Geschichte auch beeinflussen kann. Okay, ich brauche nicht alles, was mir jetzt irgendwie vom Internet angeboten wird. Und das ist gerade für mich auch so ein Problem dann auch der Psychologie, dass sehr viel Bereiche der Psychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie eigentlich nur darauf aus sind, wie kann ich die Menschen manipulieren, damit sie mehr kaufen. Hat die amerikanische Industrie, ich weiß nicht, wie viele Millionen, Milliarden die ausgeben, nur für Psychologie in diese Richtung. Und das gehört für mich dann aber auch wieder in die Schule, Kinder stabiler zu machen gegen diese Manipulationsversuche, um mehr bei sich zu bleiben. Und darüber hatten wir uns ja irgendwann mal im Vorfeld besprochen. Meine Einstellung ist eher, die Leute sollten mehr zu sich wiederfinden. Und wenn jeder zu sich findet, dann werden wir automatisch auf eine andere Struktur wieder kommen. Lass doch den das Zeug konstruieren. Ich brauche nur nicht jeden neuen Bildschirm. Ich brauche nicht jeden neuen Klamotten. Und was Ressourcen anbetrifft, glaube ich, wenn man auch Häuserbau so konstruiert, dass man beim Abriss die Materialien wiederverwendet, kann man auch beim Computer, also was ich da in Ghana vor Jahren schon mal gesehen habe, was dort an einem Computer weggeworfen wird und die versuchen dann, das alles wieder rauszuholen, das gehört für mich einfach von vornherein schon in die Planung. Ich muss es so konstruieren, dass ich es auch wiederverwenden kann. Und dann muss ich auch die Erde nicht in dem Maße ausbeuten. Hat denn Ihre Methode insofern eine Art Selbstschutz, dass sozusagen das Individuum, wenn es durch das differenzielle Lernen sich selber bildet und selber motiviert und in die Mitte kommt, eine Art Schutz sich vor Ausbeutung in dieser, ja, wie soll man es nennen, in dieser kapitalistischen, patriarchalen Welt, sich davor zu feien? Also, oder wird diese Technik einfach integriert von unserer Megamaschine, in der wir leben, und wird einfach Teil davon? Und effektivere Menschen werden noch mehr und schneller Also, die Erde ausbeuten. das ist eigentlich so ein Charakteristikum von Selbstorganisation. Wir versuchen das System nur anzuregen durch viele Fluktuationen, damit es sich selbst findet. Aber das Charakteristikum von Selbstorganisation ist, ich weiß nicht, was rauskommt. Also theoretisch könnte es auch sein, dass dann lauter Egoisten rauskommen. Nur das glaube ich jetzt eher nicht. Was aber schon ein wichtiger Bestandteil sein wird, ist, dass die Leute wirklich mehr bei sich sind und sich selber treu bleiben. Und das wird, glaube ich, immer wichtiger sein in Zukunft gegen diese massiv zunehmenden Einflüsse von außen. Das nimmt ja immer mehr zu. Und das ist genauso ein Charakteristikum dieses Zeitenwandels. Bisher war es so, dass von außen alles limitiert war und wir mussten so quasi innen drin unsere Freiheit suchen. Und jetzt wird es genau andersrum. Jetzt geht es von außen alles Mögliche rein, und es wird auch ganz schnell sich ändern. Wer spricht denn heute noch, was weiß ich, über 9/11, oder wer spricht, in Kürze wird kaum mehr jemand über Corona sprechen. Leider. Es sollte, glaube ich, auch mal ordentlich aufgearbeitet werden, was da politisch abging. Aber das ist für mich so die Kunst, okay, bleib bei dir. Und ich Und weiß nicht nicht, mehr in der wenn. tagesaktuellen Politik und nicht mehr jedem Schwein hinterherlaufen, was durchs Dorf getrieben wird, sondern wirklich auf das zeitlose Selbst. Ja, richtig. Also klar, man braucht einen gewissen Grundstock zum Lebenserhalt, aber ich glaube nicht den Luxus,
der uns immer propagiert wird. Und das ist ja eigentlich so ein Grundbestandteil des Kapitalismus. Immer einen Markt erzeugen. Du bist schlecht, wenn du nicht das und das machst. Was interessiert mich das? Und das ist einfach die Kunst, und das ist für mich aber auch die Chance, Aufgabe, in der Schule dazu zu unterstützen. Ja. Also selbstbewusste, mit sich selbst zufriedene Kinder, die nicht Angst haben müssen, dass sie verurteilt werden, weil sie etwas schlecht gemacht haben, sondern es gibt praktisch, du hast es nicht schlecht gemacht, sondern probier es mal anders aus. Ja, und das ist genau so ein Teil des Meditationswesens eigentlich. Am Anfang heißt es, es ist gut oder schlecht. Und wenn man dann etwas weiter ist, dann heißt es, es ist, wie es ist. Das heißt dann nicht Fatalismus, nein, auf keinen Fall. Es geht schon immer weiter, aber man weiß nie, wofür es gut ist. Und das meine ich aber auch mit holistischem Denken. Okay, was könnte da und da passieren? Also das war für mich auch immer eine Aufgabe mit meinen Kindern, dass ich da immer versucht habe, okay, wenn die Heulen ankamen und völlig wütend, und dann immer zu fragen, okay, was glaubst du denn, warum der andere das und das so gemacht hat? Oder welche Möglichkeiten hätte er? Wie viele Möglichkeiten finden wir da jetzt? Und allein über das Nachdenken ging dann schon die Aggression weitestgehend zurück. Und dann die größte Rückmeldung war, als dann eine Nachbarin ankam und meinte, also alle Kinder gehorchen, aber mit deinem Sohn muss ich immer diskutieren. Und ja, und genau das, darum geht es so eigentlich. Ich muss nicht immer sofort eine Lösung und Dinge haben. Und das ist auch das, was auch nichts Neues ist, sondern das hat auch Heinz von Förster, den hatte ich in den 90ern noch getroffen, Philosoph des Konstruktivismus und ganz großer Kybernetik, Quantenphysiker, meinte, unsere Schulen sind eigentlich Trivialisierungsanstalten. Am Ende will man so quasi eine Münze rein, damit alle die gleiche Antwort rausbringen. Nein, das ist genau nicht. Wenn wir bei Erstklässlern eine Frage stellen, dann kriegen wir 30 verschiedene Antworten. Wenn wir bei Abiturienten eine Frage stellen, dann kriegen wir eine Antwort, von allen 30 die gleiche. Das ist Ausbildung? Ich weiß nicht. Wenn das in Deutschland unser großes Potenzial ist, da wir keine Bodenschätze haben oder wenig, dann müssen wir ja bestimmte Kreativität erhalten. Das heißt, wir müssen eigentlich dieses Bologna-System wieder abschaffen. Ja, das ist, glaube ich, einfach so auch ein Politikum. Man braucht immer mal wieder neue Namen, um irgendwas zu verändern. Aktionismus, ja, auch viele Vertreter derer, die die Gesamtschule eingeführt haben, wollen es nie so, wie es heute im Prinzip läuft. Es ist im Augenblick einfach mal so, ich glaube einfach, man sollte sich grundlegender Gedanken machen, ob ich weiterhin, Anführungsstriche, Sklaven für die Industrie ausbilden will oder eigenständige, selbstbewusste, gesunde Menschen, die auch selber entscheiden können, im Sinne von, auch typisch deutsch, Kant, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu betätigen. Und da hatte ich die letzten 3 Jahre schon massive Zweifel. Sapere aude war der Leitspruch der Aufklärung. Und irgendwie schien mir die letzten 3 Jahre, ist da ein Umweg über Deutschland gemacht worden. Und um darüber wieder darauf zu kommen, das sollte in meinen Augen in Schulen viel mehr propagiert werden. Und dann aber nicht nur in Schulen, sondern dann auch an der Uni die Schüler entsprechend auszubilden. Und ja, ich hatte es vor kurzem in einem anderen Podcast, glaube ich, gesagt, ein Kollege von mir, ein Pädagoge, hatte mich zu seiner Pension eingeladen. Und als er mich dann an den Bahnhof gebracht hat, hatte ich gemeint, und was ist jetzt dein Resümee von deiner Karriere, 40 Jahre Lehrer an der Uni? Er meinte, eigentlich ist es frustrierend, weil wir haben es nicht geschafft, die Studierenden von ihrer Schulzeit zu befreien. Und da bin ich dann schon, wie Sie sagen, glaube ich, entsprechend realistisch. Ich versuche in dem Bereich, wo ich etwas machen kann, zu verändern, und das ist im Bereich Bildung. Und ja, ein ganz großes Manko ist Bewegung. Und ich glaube nach wie vor, dass, und die ganzen Studien zeigen es eigentlich seit 30 Jahren, dass über Bewegung dort viel mehr noch erreicht werden kann. Es ist nicht das Einzige, es gibt genügend andere, aber wir haben das auch jetzt mit Ayurveda gesehen, selbst in Indien,
wird Ayurveda und Yoga wird getrennt betrieben inzwischen. Man versucht auch dort eher das westliche Modell zu kopieren. Aber man hat schon die letzten 3 Jahre deutlich gesehen, die Grenzen der westlichen Medizin. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil dabei geht es immer um Geld und Macht. Und das sieht man einfach inzwischen auch, dass die westliche Medizin viel zu teuer ist, und sie kann gar nicht für diese Massen an Menschen im Prinzip herhalten. Man muss es anders machen. Die gleiche Erfahrung hat im Übrigen China in den 90ern gemacht, wo sie dann anfangs westliche Medizin eingeführt hatten und ganz schnell gemerkt haben, das wird zu teuer, wir müssen wieder abschaffen. Und jetzt sagen sie, okay, die Reichen, die können ihre westliche Medizin machen, aber die Masse muss es einfach mit gesunder Ernährung und mit TCM machen. Also das ist dann immer der Vorteil in meinen Augen, wenn man mal ein bisschen über Kulturen hinweg guckt, wie diese das Ganze sehen. Und das mache ich inzwischen im Übrigen auch mit Zeitungen, dass ich mir nicht nur die Deutsche angucke, die kann man ja inzwischen runter transformieren auf 4 Familien, die deutschen Medien. Und das ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz bestimmt in eine gewisse Richtung, sondern dass ich mir wirklich auch immer Reports aus Al Jazeera, aus Indien, aus Afrika dort entsprechend angucke. Und wenn man verschiedene hat, dann wird das Bild, glaube ich, schon etwas objektiver. Haben Sie da Hoffnung, dass das in Deutschland zu einer Transformation führen kann? Also gibt es mehr Leute von Ihrem Schlag? Sie hatten den Christian, ist mir sein Name entfallen. Ich hatte das Schubert. ja genau, mit Herrn Schubert und andere Leute von Ihrem Schlag, die das Medizinsystem, das Schulsystem reformieren. Haben Sie Hoffnung? Ja, Hoffnung habe ich auf jeden Fall. Kurze Antwort. Warum ich die Hoffnung habe, ist, weil, glaube ich, schon im Augenblick erkannt wurde, dass es Grenzen gibt. Es gibt zunehmend an Krankheiten, die mit der bisherigen Medizin nicht gelöst werden. Und was Ähnliches hatten wir schon mal in den 19. Jahrhundert, als das häufigste verschriebene Medikament flüssiges Quecksilber war. Ja, das war 1850 um den Dreh rum. Und das ist mit ein Grund, warum wir jetzt so quasi die Meere vergiftet haben und in jedem fetthaltigen Fisch Quecksilber mit reinkommt. Und wer weiß, was Quecksilber im Körper macht, weiß auch, was mit dem Immunsystem passiert. Ja, und genau aus der Krise heraus, ja, mit Quecksilber haben die Krankheiten bekämpft. Die gingen auch weg, aber leider der Patient auch. Und aus der Krise heraus, damals hat sich ja dann Naturheilkunde und Homöopathie entwickelt. Und es scheint mir im Augenblick gerade wieder so ein Zustand zu sein. Und wir sehen massiv an Zunahmen, Anfragen in dem anderen Bereich. Und ja, wenn auch jeder Schritt einzeln ist, aber das war das Ähnliche für mich beim differenziellen Lernen. Am Anfang ist es bekämpft worden, da hatte ich gesagt, okay, wenn ich in jedem Vortrag von 200 Leuten nur 5 Leute zum Nachdenken bringe, dann wird es sich verändern. Und ja, inzwischen ist es so und einer meiner Podcasts hat 1,5 Millionen Klicks bekommen. Astrologie habe ich vor kurzem einen Vortrag gehalten im Internet auch, physikalische Grundlagen der Astrologie nehmen die Zahlen auch zu. Ja, da sind wir jetzt leider gar nicht mehr drauf gekommen. Ist eigentlich auch noch sehr spannend, über Astrologie zu reden. Ich denke, dass wir beide noch eine Weile leben und sich bestimmt noch eine andere Möglichkeit ergibt. Ja, wir reden jetzt seit über einer Stunde Oh, und ich okay. glaube, die meisten haben nur eine geringere Aufmerksamkeitsspanne, obwohl es extrem spannend ist und motivierend, vor allem, weil jeder Einzelne diese Konzepte in sein Leben integrieren kann, die Sie angesprochen haben. Auch da würde ich differenzielles Hören empfehlen. Das Ding auf einen Kopfhörer drauf und dann mit unterschiedlich schnellen Geschwindigkeiten mal laufen lassen. Okay, Und vielleicht hätten wir das alle mit anschauen können. unterschiedlichen Lautstärken, Ja. damit dann das Gehör auch noch geschult wird. Okay, also Ihre Methode kann man so zusammenfassen, so divers wie möglich auf unterschiedlichen Bereichen und Ebenen Nein, arbeiten. nicht divers wie möglich. Das ist kein Maximaltrend, sondern es ist ein Optimum. Aber es sollte jeder für sich das rausfinden. Und je länger sie in unserem Schulsystem waren, desto eher geht es darum, mehr zu variieren. Wenn man bei Kindern anguckt, die variieren schon genügend. Bei denen würde zu viel an Variation würde zu Konfusion führen.
Also es geht schon um ein Optimum. Und das haben Kinder einfach natürliche das Gefühl dafür, wenn es zu viel wird, dann fangen die an zu schlafen. Naja. Es seien die Eltern funken dazwischen, dann waren sie grandig. Das ist dann, wenn es drüber hinausgeht. Das ist im Übrigen so ein klassisches Beispiel für mich immer. Kinder, die wollen zum Einschlafen, wollen die meist Bücher vorgelesen haben. Und da ist es auch notwendig, dass sie dort Wiederholung haben, weil das denen Sicherheit gibt. Ja. Weil Sicherheit brauche ich, damit ich entspannen kann, um schlafen zu können. Und das ist das, warum eigentlich viele auch, würde ich sagen, nach Wiederholung fragen. Weil es eine Frage nach Sicherheit ist. Und dann kommt aber für mich das klassische Beispiel, wenn jemand psychisch stabil ist, bei sich selbst ist, dann kann er motorisch oder etc. in der Umwelt viel variieren. Wenn er aber dort instabil ist, dann versucht er sich über die Wiederholung die Sicherheit zu holen. Deswegen ist für uns inzwischen, wenn jemand nach Wiederholung fragt, ist immer, oh, okay, da ist selbst instabil. Okay. Ja, sehr interessant. Äußerst spannend. Ich hoffe und denke gerade schon an ein zweites Interview mit Ihnen. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, okay, dass wir das so. Gibt es genügend zu verdauen? Genügend, ja. Fluktuation im Kopf angeregt. Das ist sehr, sehr interessant und haben Sie vielen, vielen Dank für das, was Sie tun. Gerne. Und vielleicht, wenn Sie so viel reisen, wollen Sie auch mal hier reiten gehen, hier in den Bergen. Würde mich mal interessieren, ja. Sehr willkommen. Ich guck mal. Okay, alles okay. Gute Ihnen. Und danke, gleichfalls, ja. Okay, ciao.